Schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns, dass Sie sich freuen auf unsere nächste Tech-Session. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Hallo. In den Vorträgen dieses Tracks dreht sich alles um das Backend von ArcGIS. Es kommt nur noch sehr selten vor, dass Anwender völlig standalone auf einer Umgebung arbeiten. Auch wenn Sie mit unserem Desktop-GIS ArcGIS Pro unterwegs sind, greifen Sie in der Regel auf Online-Dienste zurück, um Hintergrunddaten anzureichern oder auf Dienste zuzugreifen, um Ihre eigenen Daten anzureichern. Das heißt, es spielen bei den allermeisten, ich möchte gerne sagen auch bei allen Workflows mit ArcGIS Backend-Systeme eine Rolle. Das heißt, wir leben in einer vernetzten Welt, das gilt auch für ArcGIS, und ich möchte euch in diesem Track einen Überblick geben, wie das bei S3 aussieht. Wir haben, wenn wir von WebGIS sprechen, letztendlich zwei unterschiedliche Deployment-Methoden. Da ist einerseits mal Software as a Service, ArcGIS Online und On-Premises mit unserer Software ArcGIS Enterprise. ArcGIS Online läuft in einer Public Cloud von S3, da mietet man sich ein. On-Premises ist unsere Softwarelösung für Ihr eigenes Deployment. Das heißt, Sie nehmen die Software und stellen es auf eine Umgebung bereit, die zu Ihrer IT-Strategie passt. Es sieht jetzt auf dem Bild hier so aus, als wären das zwei Gegenpole, dass SaaS und On-Premise-Software gegeneinander stehen. Das Gegenteil ist der Fall. Denn beide Umgebungen teilen sich eine Vielzahl an Anwendungen und Fähigkeiten. Im Idealfall merkt der Anwender überhaupt nicht, arbeitet er jetzt in so einem SaaS-System in ArcGIS Online oder holt er sich die Daten, referenziert er auf Daten in ArcGIS Enterprise. Denn beide Umgebungen haben das gleiche Ziel, wollen die gleichen Fähigkeiten bereitstellen, die gleichen Funktionen bereitstellen, sodass sich ein Anwender oder eine Firma nur noch entscheiden muss, welche Deployment-Methode ist ideal für meine Anforderungen. Beide Umgebungen besitzen ein integriertes Nutzermanagement. Wer darf sich anmelden und was darf diese Person? Die Anmeldung erfolgt auch über Built-in-User von ArcGIS oder idealerweise über Single-Sign-On-Systeme, die auf das Anmeldesystem, auf das User-Management des Unternehmens zurückgreifen, zum Beispiel über SAML oder über OpenID Connect. Die Berechtigungen, was der User dann machen darf, das wird dann innerhalb von ArcGIS geregelt. Darf er nur gucken, darf er auch erstellen, darf er editieren. Und beide Umgebungen stellen Apps zur Verfügung. Fertige Anwendungen, mit denen ich sofort loslegen kann, dass ich Daten editieren kann, dass ich Karten definieren kann oder auch App-Bilder, um meine eigenen Apps zu designen, die zur jeweiligen Aufgabe passen. Und natürlich das Content-Management, ein zentraler Punkt in beiden Umgebungen. Sowohl ArcGIS Online als auch ArcGIS Enterprise sind in der Lage, Daten bereitzustellen. Die Daten, die ich dem System gebe, und daraus werden Dienste erzeugt, die ich dann in allen Klienten konsumiere. Zwei dieser Klienten möchte ich herausstellen. Das eine ist ArcGIS Pro, unser Desktop-GIS für professionellere Aufgaben. Das kann in beiden Welten leben, wenn ich es so sagen darf. Kann also Dienste aus ArcGIS Online konsumieren und auch eigene lokale Daten als Dienst freigeben zu ArcGIS Online, um das dann in anderen Klienten zu nutzen. Und mit ArcGIS Enterprise natürlich genauso. Dienste holen, Daten einlesen und Dienste freigeben oder auch mit beiden Welten parallel. Die andere Anwendung, auf die ich eingehen möchte, ist ArcGIS Field Maps. Das ist unsere mobile Anwendung, um eben meine Daten mit ins Feld zu nehmen. Und je nachdem, wie ich meine IT gestaltet habe, kann ich diese Daten aus ArcGIS Online ziehen oder aus meiner eigenen Infrastruktur von ArcGIS Enterprise. Eine zentrale Unterschied zwischen Enterprise und Online ist natürlich das Deployment, die Bereitstellung. On-Premise-Software muss ich in einer eigenen Umgebung bereitstellen, kann es auch in meiner eigenen Umgebung bereitstellen. Hierfür gibt es unterschiedlichste Mechanismen, denn ArcGIS soll nicht irgendwie separat stehen, sondern soll sich in die IT eines Unternehmens einbinden und da ist die Bereitstellung auf einem eigenen Rechenzentrum, vielleicht auch nur auf einem eigenen Server oder wenn man sich die Infrastruktur von einem Cloud-Anbieter holt, zum Beispiel Amazon oder Azure, dann soll es auch dort möglich sein, unsere Software zu deployen und auch auf unterschiedlichsten Umgebungen. Sei es auf Linux-Umgebungen, auf Windows-Umgebungen oder ganz neu, auch ein Kubernetes-Deployment ist inzwischen mit ArcGIS Enterprise möglich. Rainer, kannst du uns ein bisschen mehr zu diesen Deployment-Optionen und den Möglichkeiten sagen? Ja, was gibt es zum Deployment zu berichten?
Zunächst einmal eine gute Nachricht für alle Administratoren und Installierer unserer Software. Die Installation gerade unter Windows wird schneller werden. Man hat das analysiert, warum das so lange dauert, insbesondere das Portal for ArcGIS zu installieren. Der ein oder andere von Ihnen, der das schon mal getan hat, wird sich sicherlich daran erinnern, dass eine Installationszeit von 1,5 Stunden keine Seltenheit ist. Und dann muss man schon einen leistungsstarken Rechner haben mit einer darunterliegenden SSD. Damit soll jetzt in der nächsten Version abgeschlossen werden. Man hat einen neuen Installer gebaut. Man hat die innenliegenden Dateien gepackt und gebündelt, sodass hier angegeben wird und ein Performance-Sprung vorausgesagt wird, dass eine solche Installation künftig unter einer halben Stunde stattfinden kann. Also wir sparen uns hier locker 1 Stunde bei der Installation vom Portal for ArcGIS. Ansonsten möchte ich für die klassischen Deployment-Optionen für Windows und Linux noch darauf hinweisen, dass mein Kollege Markus Schlager später an diesem Tag noch eine Session halten wird zum Thema automatisiertes Deployment. Also wie kann ich mittels Skripten ein solches Deployment vollständig automatisieren, sodass ich einmal die Komponente Mensch herausnehme und immer wiederkehrende gleiche Deployments schaffen kann und auf der anderen Seite eben auch die Wartezeiten, die künftig ja kürzer werden, aber dennoch vorhanden sind, nicht mehr so habe, da der Prozess vollständig vom Beginn bis zur Konfiguration ganz am Ende durchläuft, ohne dass eine Interaktion oder ein Eingreifen erforderlich ist. Schauen wir uns nun kurz noch die neue Deployment-Option an, ArcGIS on Kubernetes. Auch dazu gibt es eine Tech-Session, die im Detail dort auf das Deployment eingeht und das ganze Deployment-Pattern etwas näher beschreibt und darbringt. Ein paar Highlights vielleicht an dieser Stelle seien noch gesagt, die jetzt mit dem neuen Release 10.9.1 kommen sollen. Das ist zum einen die Unterstützung der Google Cloud und hier insbesondere des Google Kubernetes Engines. Dies erweitert die bisherig unterstützten Kubernetes-Optionen wie den AKS, also den Azure Kubernetes Service, den Amazon Kubernetes Service und die OpenShift-Variante, ein selbst hostbares Kubernetes-Orchestrierungswerkzeug. Neben dieser Unterstützung eines weiteren technologischen Unterbaus tut sich aber auch innerhalb ArcGIS und Kubernetes etwas. So werden zukünftig beispielsweise Backups planbar sein. Man kann also voreingestellt Backups ausführen lassen zu bestimmten Zeitpunkten und diese dann verschlüsselt in Cloud-Speicher ablegen lassen, sodass man hier analog zu den Möglichkeiten unter Windows und Linux man regelmäßig nachts, am Wochenende oder wann auch immer Backups planbar und automatisch durchgeführt werden können. Wer sich jetzt vielleicht denkt, mit Backup hätte ich mich sowieso schon länger mal auseinandersetzen sollen, dem sei als Startpunkt vielleicht noch die Session von meinem Kollegen Stefan Arndt ans Herz gelegt. Heute um 14 Uhr spricht er zu Backup-Strategien in ArcGIS. Eine weitere Neuerung für dieses Deployment wird es geben. In der künftigen Version wird vermutlich eine Beta-Version für Helm-Charts vorhanden sein. Das ist noch nicht vollständig ausgereift und fertig für den produktiven Einsatz, aber man kann dann schon mal ausprobieren, wie das aussehen wird. Auch hier haben wir viele Zuschriften und Nachfragen erhalten, wann und ob Helm-Charts unterstützt werden. Die gute Nachricht jetzt also, mit der kommenden Version gibt es eine Beta-Vorschau für dieses Feature und in künftigen Versionen wird das dann auch als Deployment-Option unterstützt werden. Bisher ist der Ansatz aber auch sehr einfach handelbar über ein mitgeliefertes Installationsskript, das das komplette Deployment in dem Kubernetes-Cluster vornimmt. Und dann noch ein ganz vorsichtiger Ausblick auf auf kommende Funktionalitäten. Es ist noch nicht ganz sicher, ob das schon Einzug in die Version 10.1 erhalten wird oder doch noch etwas länger dauert, aber man beschäftigt sich ganz konkret mit dem Thema Autoscaling. Also, dass
bei erhöhtem Lastaufkommen auf einen Map-Service beispielsweise die Funktionalität von einem solchen Kubernetes-Cluster genutzt wird und dann der Map-Service gedoppelt wird, also die Pods, die vorhanden sind, um den Map-Service bereitzustellen, werden dann eben skaliert. Es werden mehr Pods erstellt, sodass auch dieser Dienst performanter zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist jetzt schon möglich, selbst quasi händisch einzustellen, diese Pods in der Anzahl her zu vergrößern oder zu verringern. Künftig soll das aber über Autoscaling-Mechanismen, also man gibt dort Schwellenwerte, was beispielsweise Antwortzeiten auf einen Dienst angeht, ein. Und wenn diese Schwellenwerte erreicht werden, dann wird automatisch ein zusätzlicher Pod gestartet, um die Last abzufangen. Und wenn die Last dann wieder endet, dann wird der Pod auch wieder abgeräumt. Das ist der Ausblick, noch nicht ganz sicher, wie gesagt, ob das schon kommt jetzt im nächsten Release, aber im übernächsten ganz bestimmt. Vielen Dank, Rainer, für diesen Überblick. Wir haben jetzt auch viel über Content gesprochen. Content, den ich selbst bereitstellen kann in den Umgebungen, aus Daten, die ich hochlade oder die ich erfasse. Aber natürlich stellen wir auch Content bereit. Der Begriff hier ist Living Atlas. Der lebt in unserer Online-Umgebung. Darum ist er jetzt hier auch als Teil von ArcGIS Online dargestellt. Der bietet Hintergrunddaten an, bietet Geocodierdienste an, Routing-Dienste, Höhendienste, Analysedienste und so weiter. Aber natürlich steht er nicht nur für ArcGIS Online zur Verfügung, denn wir haben hier ein Hybridsystem. Es sind ja keine Gegenpole, ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise, sondern die arbeiten zusammen. Das heißt, auch wenn ich meine eigenen Daten in ArcGIS Enterprise bereitstelle und hoste, kann ich mir in der gleichen Umgebung aus ArcGIS Online Hintergrunddaten oder den Geocodierdienst in mein ArcGIS Enterprise hineinholen und barrierefrei in meinen Apps nutzen. Das heißt, unsere Systeme arbeiten auch hybrid zusammen. Content, der online bereitsteht, kann in ArcGIS Enterprise genutzt werden und natürlich andersrum auch. Immer eine Zusammenarbeit möglich. Kommen wir ein bisschen zu den Fähigkeiten und Funktionen. Das Base Deployment, also die Basisbereitstellung von ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise, ist ein vollständiges WebGIS. Das heißt, es basiert auf Web-Services. Aber manchmal braucht man noch mehr Funktionen, als dieses Base Deployment bereitsteht. Bei ArcGIS Online muss ich vielleicht hinausreichen in meine Gemeinde, die ich unterstütze, in meine Anwender. Ich muss noch hunderte und tausende von Anwendern vielleicht mit hinzubinden zu meiner Umgebung. Dafür gibt es bei ArcGIS Online den ArcGIS Hub, mit dem ich solche Communities bilden kann und unterstützen kann. Dann oft ist es auch wichtig, dass man Datenströme in Echtzeit empfangen, analysieren und auswerten kann. Wenn ich das in einer Online-Umgebung machen will, kann ich mir zu ArcGIS Online eine dedizierte Umgebung hinzumieten, die sich Velocity nennt. Damit kann ich Datenströme empfangen, verarbeiten und auswerten. Das Pendant auf Enterprise-Seite, wenn ich hier in meiner eigenen Infrastruktur Datenströme auswerten will, ist GeoEvent oder dann GeoAnalytics, um im Batch-Betrieb Massendaten auszuwerten. Dieses Velocity-Deployment steht momentan für ArcGIS Online zur Verfügung. Es ist ein dedizierter Server. Diese Art der Technologie wird in Zukunft auch für ArcGIS Enterprise On-Premises zur Verfügung stehen und GeoEvent und GeoAnalytics ergänzen. Weiterer wichtiger Punkt ist die Analyse von Daten oder die Automatisierung von Aufgaben. Hier hat sich Python als das Mittel der Wahl gezeigt und Python-Skripte werden oft in sogenannten Notebooks ausgeführt. In ArcGIS Online gibt es eine Online-Umgebung, die ist Bestandteil jeder ArcGIS Online-Organisation, mit der ich Python-Notebooks erstellen, schreiben, ausführen kann, auch automatisiert ausführen kann, um eben zum Beispiel Dateninput zu automatisieren, Analysen zu automatisieren oder durchzuführen und auch administrative Tasks in einer Scripting-Umgebung auszuführen. Auf ArcGIS Enterprise-Seite gibt es das natürlich auch. Der Notebook-Server-Standard ist Bestandteil, Lizenzbestandteil von jeder ArcGIS Enterprise-Installation. Auch der steht zur Verfügung, um eben zu skripten, sodass ich auf ArcGIS Enterprise, auf ArcGIS Online und auch in ArcGIS Pro die gleiche Python-Umgebung habe zum Automatisieren und zum Analysieren. Ein weiterer Punkt, auf den ich eingehen möchte, eine Funktionalität, die ich erweitern möchte, vielleicht in meiner ArcGIS-Umgebung, ist der Umgang mit großen Rasterdaten. Das heißt, aus einer Drohnenbefliegung oder aus einer Standardbefliegung oder wenn ich Satellitendaten habe zum Auswerten, dann kann ich das
auf ArcGIS Enterprise über einen Image-Server machen. Habe ich einen eigenen Funktionsblock, der dafür da ist, Image-Daten zu lesen, zu verarbeiten und on the fly zu analysieren und für meine ganzen, für alle ArcGIS-Klienten bereitzustellen. Auf ArcGIS Online habe ich das auch. Das nennt sich ArcGIS Imagery für ArcGIS Online. Auch hier kann ich meine Befliegungsdaten oder ganz allgemein meine Rasterdaten innerhalb einer Online-Umgebung managen. Wenn ich sehr große Daten habe, gibt es auch hier bei ArcGIS Online eine dedizierte Umgebung, also eine eigene Serverumgebung, die mir bereitsteht. Datenhaltung ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, nicht nur die Servicebereitstellung, sondern auch wo liegen dann eigentlich meine Daten, wo ist denn meine grundlegende Datenhaltung. Bei ArcGIS Online, auch hier werden Datenbanken und Data Stores bereitgestellt, die werden von S3 bereitgestellt. Sie müssen dies nur noch nutzen und über Webservices ansprechen. Auf Seiten ArcGIS Enterprise habe ich hier ein wenig mehr Auswahlmöglichkeiten. Hier habe ich mit den ArcGIS Data Stores auch in ArcGIS Enterprise integrierte Datenhaltungsumgebungen, um Feature-Daten, Rasterdaten, gekachelte Daten bereitzustellen. Aber natürlich unterstützen wir auch eine Vielzahl von Standarddatenbanken, in der man seine Geodaten speichern und modellieren kann. Und was jetzt neu hinzukommt, sind Cloud Data Warehouses, mit denen man auch große Datenmengen analysieren kann, die sich nahtlos in das ArcGIS-System einbinden, wieder als Service bereitgestellt werden für den ganzen Umgebung unserer ArcGIS-Apps. Auch hier, Rainer, kannst du uns zu den Datenbankmöglichkeiten noch ein paar Details mehr sagen. Vielen Dank, Jörg. Die Unterstützung für Datenbankmanagementsysteme in ArcGIS ist mannigfaltig und existiert seit vielen Jahren. Hier sehen wir die Übersicht der derzeit unterstützten, selbst gehosteten klassischen Datenbanken. Und daran wird aber auch ständig weiterentwickelt und gearbeitet. So ist jüngst die Unterstützung von reinen PostGIS-basierten PostgreSQL-Datenbanken möglich. Und es ist nicht mehr zwingend erforderlich, STGeometry als Spatial Type in PostgreSQL zu nutzen. Aber auch in die Welt der Datenbanken erhält die Cloud einen massiven Zuwachs und so gibt es mittlerweile diverse Datenbanken als Service bei großen Cloud-Anbietern. Amazon, Azure, Oracle, SAP werden hier bereits seit längerem von ArcGIS unterstützt und jüngst hinzugekommen ist die Unterstützung für die Google Cloud und dies eben auch insbesondere in Bezug auf den Google Cloud SQL Dienst. Ein SQL-Server als Service. Wenn wir aber an die Cloud denken und in Bezug auf Datenbanken, dann gibt es neben den klassischen Datenbankmanagementsystemen auch Datenspeicher für große Massendaten, für Big Data. Das sind sogenannte Cloud Data Warehouses. Dort werden Daten abgelegt, die riesig sind und selten geändert werden. Und mit dem kommenden Release von ArcGIS wird es möglich sein, drei der großen Cloud Data Warehouses auch in ArcGIS einzubinden und zu nutzen für Analysen, Auswertungen und auch zum Erstellen von Layern. Die drei großen unterstützen Cloud Data Warehouses sind Amazon Redshift, Google BigQuery und Snowflake. Damit ist der erste Schritt getan, um auch auf diesen Data Lakes und diesen Datenschatz zugreifen zu können. Die Daten dort können in drei Spielarten angebunden werden. Man kann direkten Zugriff auf die Daten einstellen. Man kann aber auch sogenannte Snapshots erstellen. Dann zieht man sich die Kopie eines Ausschnittes eben in beispielsweise den ArcGIS Data Store hinein. Oder man erstellt sogenannte Materialized Views in dem Data Warehouse selbst, also eine View, ein Ausschnitt auf diesen riesen Datenspeicher, den man dann im ArcGIS visualisieren möchte oder dort eben für Analysen nutzen möchte. Vielen Dank, Rainer. Kommen wir weiter zu den gemeinsamen Fähigkeiten und Anwendungen, die eben unser ArcGIS-System auszeichnen. Hier möchte ich mal auf die APIs eingehen. Sie sehen hier in den Schnittstellen dieser Systeme Web-Services. Und wieso funktionieren beide Umgebungen so
transparent zu durchgängig, ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise, weil sie die gleichen Web-Services unterstützen. Ich habe in beiden Umgebungen zu einem hohen Prozentsatz identische Dienste. Wenn ich Daten von Online abgreife, funktioniert das exakt genauso wie in Enterprise. Und diese API, die ist auch freigegeben. Das heißt, ich bin nicht unbedingt darauf angewiesen, nur mit unseren Apps zu arbeiten, sondern wir bieten APIs, SDKs, Beschreibungen an, mit denen Entwickler eigene Apps machen können, ohne indem sie auf einen Service zugreifen und diesen Service in ein Drittsystem integrieren. Also auch hier sind wir sehr offen, welche APIs wir unterstützen. Das ist jetzt keine Funktion, sondern eine Eigenschaft unserer Systeme. Bei so einem zentralen System, bei ArcGIS Online, das im Internet steht, oder auch bei ArcGIS Enterprise, das ich vielleicht eine DMZ betreibe, also auch im Internet sichtbar ist, ist Sicherheit ein sehr wichtiger Punkt. Bei ArcGIS Online, wir sind zertifiziert, wir haben sichere Umgebungen, wir haben geprüftes Personal. Die gesamte Kommunikation erfolgt verschlüsselt, auch die Speicherung aller Ihrer Daten in ArcGIS Online erfolgt verschlüsselt. Und bei On-Premises ist es ähnlich. Wir bieten hier Best Practices an. Wie deployen Sie Ihre ArcGIS Enterprise-Umgebungen gemäß der Sicherheitsvorschriften in Ihrem Unternehmen? Wichtiger Punkt, Sicherheit, je zentraler so ein System ist, umso wichtiger ist er, aber sowohl online als auch on-premises wird den Sicherheitsanforderungen der IT Ihres Unternehmens Genüge getan. Es war schon immer die Philosophie von Esri, möglichst offen zu sein. Wir wollen hier keinen Closed Shop anbieten, wo Sie nie wieder rauskommen. Wir waren schon immer bemüht, dass man viele Services integrieren kann und dass man Services, Funktionen, Daten auch aus dem ArcGIS-System anderen Systemen bereitstellen kann. Die Möglichkeit, Open Data bereitzustellen, gibt es in ArcGIS Online wie in ArcGIS Enterprise. Wir unterstützen viele Standards, natürlich OGC, aber auch viele andere Standards im IT-Bereich, mit der Sicherheit, mit Autorisierung, mit der Datenstruktur im BIM-Umfeld. Hier sind wir immer bemüht, dass wir sowohl Standards lesen können, als auch bereitstellen können. Und hier gibt es eine Neuerung, eine Neuheit im Standardumfeld zu den traditionellen OGC-Schnittstellen, die wir unterstützen. Ist neuerdings die OGC-API hinzugekommen und auch im Inspire-Umfeld gibt es Neuigkeiten. Sonja, bitte erzähl uns dazu noch ein paar mehr Details. Inspire, das ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die 2007 ins Leben gerufen wurde, mit dem Ziel, eine europäische Geodateninfrastruktur zu schaffen, insbesondere für eine gemeinschaftliche Umweltpolitik. Die Umstände in Europa und auf der ganzen Welt entwickeln sich weiter, ja, und somit auch Inspire. Und es gibt neue Herausforderungen, die bewältigt werden müssen, aber auch aktuelle und neue Technologien, um die Ziele zu unterstützen. Und wir sehen das als eine Gelegenheit, Inspire zu vereinfachen und es in einem moderneren Kontext zu betrachten. Um diese Entwicklung außerhalb von ArcGIS zu unterstützen, haben wir auch die Kernfunktion innerhalb ArcGIS erweitert, um ja, Inspire-Dienste bereitstellen zu können. ArcGIS Inspire Open Data, das ist eine neue Lösung, die setzt auf einen vereinfachten Arbeitsablauf für die Bereitstellung von Inspire-konformen Daten. Mit ArcGIS Pro kann ich zum einen harmonisierte Inspire-Daten erstellen. Unterstützt werde ich dabei von einer vereinfachten Inspire Geodatabase-Vorlage. Mit ArcGIS Online kann ich über offene APIs Inspire Download und View Services veröffentlichen und mit ArcGIS Hub kann man entsprechend der europäischen Richtlinie seine Daten dann teilen. Falls Sie ArcGIS Enterprise nutzen, eine hybride Implementierung für Ihre Web-Services, für die Veröffentlichung und für die gemeinsame Nutzung mit ArcGIS Hub, die ist auch möglich. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Bevor man mit der eigentlichen Arbeit beginnen kann, braucht es mal ein paar vorbereitende Schritte. Man muss zum einen die ArcGIS Online-Organisation vorbereiten, sprich einige Einstellungen bezüglich Inspire aktualisieren und ein ArcGIS Hub einrichten, sprich eine Seite einrichten. Für die Hub-Seite, da gibt es eine Open-Data-Vorlage, die Sie bei der Erstellung unterstützt. Und wie eine solche Hub-Seite aussehen kann, das können Sie sich heute schon im Inspire Open-Data-Demonstration-Hub ansehen. Und auf den GitHub-Seiten, da finden Sie die Inspire Alternative Encoding-Vorlagen, also die Geodatabase-Templates und auch deren Beschreibung. Nachdem ArcGIS Online und Hub soweit vorbereitet ist, geht es im ersten Schritt um die Datenproduktion.
Das heißt, zunächst lädt man die Quelldaten in die GeoDatabase-Vorlage und gibt sie dann als Webplayer an Argus Online weiter. In den nächsten Schritten, da werden die Daten dann veröffentlicht. In Argus Online, da konfiguriert man zunächst den Feature Layer und aktualisiert die entsprechenden Metadaten. Und anschließend veröffentlicht man die Versionen, zusätzliche Versionen für die Inspire-Dienste, wie zum Beispiel OGC WMTS. Und stimmt dann die Metadaten mit den zusätzlichen Versionen der Dienste ab und überprüft sie mit dem Inspire Validator. Der letzte Schritt ist dann noch das Teilen. Und wenn Sie die Schritte davor durchgeführt haben, dann muss man hier wirklich nur noch mal einmal klicken, um die Daten als Open Data zu teilen. Der Argus Hub, der bietet dann einen Inspire Discovery Service, um Ihren Katalog mit anderen Open Data Portalen zu verknüpfen. Vielen Dank, Sonja. Ich möchte jetzt hier, wo wir das Gesamtbild sehen, nochmal zusammenfassen. SaaS mit Argus Online und Argus Enterprise, also On-Premises-Umgebungen, sind keine Gegenpole, sondern sie arbeiten zusammen. Sie haben die gleichen Schnittstellen, sie haben das gleiche Ziel, sie haben das gleiche User-Management, sie unterstützen die gleichen Apps. Außerdem ist es möglich, als Argus Online-Dienst in Enterprise zu nutzen und andersrum. Es gibt Kollaborationsmöglichkeiten, wie ich automatisiert zwischen beiden Umgebungen Daten austauschen kann. Wenn eben ein Teil meiner User zum Beispiel nur auf Argus Online arbeiten kann, gibt es Möglichkeiten, wie ich automatisiert von Argus Enterprise Daten mit Argus Online austausche oder zwischen Online-Organisationen. All das ist möglich. Wir bieten mit unseren Backend-Systemen eine Vielzahl an Möglichkeiten, eine Vielzahl an Deployment-Methoden, damit Argus sich in Ihre IT einfügt und nicht andersrum. Argus ist ein ganz normaler Bestandteil Ihrer IT, um geografische Fragestellungen zu beantworten, um Geodaten zu halten, um Ihre anderen Systeme zu geo-enablen. Super, vielen herzlichen Dank.